Schon lange ist sexueller Missbrauch auch in der katholischen Kirche Spaniens ein Thema. Aber anders als in Deutschland, Frankreich oder Irland wurde hier mit der Aufarbeitung nicht einmal begonnen. Die Opfer fordern dies seit langem. Mutmaßlich hunderttausende Missbrauchsfälle warten auf Aufklärung, die jetzt endlich durch eine vom Parlament beschlossene Kommission kommen soll. Wir meinen, dass wir als Demokratie etwas tun müssen, denn es ist ein noch nie dagewesenes Geschehen. Wir haben eine historische Schuld gegenüber den Opfern. Wir müssen deshalb mit einem ganzen Paket an Maßnahmen sicherstellen, dass so etwas nie wieder passiert. Die spanische Regierung muss noch über die Art der beschlossenen Untersuchung entscheiden. Höchstwahrscheinlich wird es ein Ausschuss unabhängiger Experten unter Leitung der spanischen Staatsanwaltschaft sein. Die Vorwürfe des weit verbreiteten sexuellen Missbrauchs in der Kirche gibt es in Spanien seit Jahren. Viele fragen sich, warum gerade jetzt etwas geschieht. Die gesellschaftlichen Normen haben sich geändert. Früher wurde eben geschwiegen, das wird jetzt nicht mehr hingenommen. Die Erkenntnis ist da, dass etwas getan werden muss. Die Zahl der Opfer, die sich melden, scheint immer größer geworden zu sein und jetzt ist das Fass übergelaufen. Es ist, als ob es Klick gemacht hätte in der spanischen Gesellschaft. Miguel Hurtado war eines der ersten Opfer, die an die Öffentlichkeit gegangen sind. Er hofft, dass die Untersuchung auch dazu führen wird, dass die für jahrzehntelange Vertuschung klerikalen Missbrauchsverantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Die Kirche will sich erst äußern, wenn die Kommission gebildet ist. Sie argumentiert, das Problem schon selbst anzugehen. Einige Bischöfe üben sich angeblich in Vorwärtsverteidigung. Die Untersuchung ziele allein auf die Kirche, dabei sei Kindesmissbrauch ein Problem, das die gesamte spanische Gesellschaft betreffe. Jaime Velázquez, Euronews, Madrid.